Für bestimmte Links in diesem Artikel erhält bunte.de eine Provision vom Händler. So können wir dir zum Beispiel besondere Produkte zu unschlagbaren Preisen anbieten. Alle vermittlungsrelevanten Links sind mit einem Icon gekennzeichnet. Happy Shopping! Was sind Augenringe? Die Region um deine Augen ist ganz besonders sensibel. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Haut unter deinem Auge die dünnste am ganzen Körper ist. Automatisch ist sie dadurch auch anfällig für Augenringe, bzw. Augenschatten und Augenfalten. Deshalb ist das Thema Augenringe loswerden für viele wichtig. Deine Augenringe loszuwerden, kannst du auf viele Weise probieren. Abdecken, Ernährung umstellen oder vielleicht die Pflegeroutine ändern. Aber verschwinden sie dadurch auch? Am besten ist es natürlich, wenn du deinen Augenringen gar keine Chance gibst und sie einfach vorbeugst. Wie entstehen Augenringe? Die Augenringe loszuwerden funktioniert besser, wenn du weißt, was die Ursachen für die dunklen Schatten ist. Vielleicht trifft Folgendes auf dich zu. Häufiges Augenreiben. Deine Arterien und Blutgefäße scheinen bläulich durch eine dünne Haut durch. Dieses Phänomen verstärkst du, wenn du deine sensible Augenpartie zu oft reibst und dadurch die kleinen Adern verletzt. Sorge auch dafür, dass die Augencreme niemals in die Schleimhäute gelangt. Entferne auch Make-up möglichst vorsichtig. Falsche Ernährung. Dein Blutkreislauf wird auch durch falsche Ernährung beeinflusst. Wenn du deinem Körper nicht genug Wasser zuführst, sinkt der Sauerstoff im Blut. Dunkle Augenringe können das Ergebnis sein. Umso wichtiger ist es, dass du genug Flüssigkeit zu dir nimmst, damit du deine Augenringe loswerden kannst. Vermeide zu viel Salz in deiner Ernährung und wirke einer Übersäuerung entgegen. Zu wenig Schlaf. Es ist klar, dass Augenringe durch zu wenig Schlaf entstehen können. Schlafmangel führt direkt zu einer verminderten Sauerstoffkonzentration in deinem Blut. Umso dunkler werden dann auch die Blutgefäße, sodass diese als Augenringe sichtbar werden. Neben Augenschatten sorgt Schlafmangel auch noch für Falten um die Augen. Deshalb lohnt es sich, rechtzeitig ins Bett zu gehen. Zu heißes Wasser. Wenn du dich regelmäßig zu heiß duschst, können diese hohen Temperaturen die empfindliche Hautpartie um deine Augen reizen. Deshalb stellst du deine Temperatur lieber lauwarm ein, um keine Augenringe damit zu provozieren. Dusche mit Wasser, welches Körpertemperatur hat. Deine Dusche sollte nicht länger als 5 Minuten dauern. Der Blick auf den Monitor. Kennst du aus deinem Alltag die typische Bildschirmstarre? Wenn du zu oft auf den Fernseher, bzw. das Tablet, den PC oder das Smartphone starrst, entstehen Augenringe. Deine Augen werden dabei nämlich trocken und der Körper reagiert darauf gereizt, was Augenringe begünstigt. Lege deshalb längere Pausen ein und versuche zwischendurch ein paar Sekunden lang Kreisbewegungen zu machen. Zu viel Sonne. Deine Augenringe kannst du übrigens nicht durch eine braune Gesichtshaut ausgleichen.
Wenn du deine Sonnenbäder übertreibst, sind Augenringe die Folge. Die Augenringe loswerden dauert dann etwas länger, weil es mit direkter Hautalterung zu tun hat. Deine Augenringe können nämlich auch eine bräunliche Farbe durch eine Hyperpigmentierung annehmen. Pflegen nicht übertreiben. Auch bei deiner Augenpflege kannst du im Alltag viele falsch machen, wenn du eine Überpflege praktizierst. Trage nicht allzu viele unterschiedliche Kosmetikprodukte auf und verwende nur das, was wirklich nötig ist. Konzentriere dich einen Monat lang nur auf eine einzige intensive Pflege, damit es funktioniert, deine Augenringe zu minimieren. Stress vermeiden. Stress ist der typische Faktor für Augenringe. Besonders für den Fall, dass du längere Zeit gestresst bist, lässt sich das anhand deiner Augenschatten feststellen. Für dich gilt deshalb, Stress vermeiden. Sorge in deinem Alltag für Entspannung und gleiche deinen Vitaminhaushalt bzw. Eisenhaushalt aus. Augenringe loswerden mit einer Creme, was hilft? Ein gutes Augenserum oder eine hochwertige Augencreme kann ein bewährtes Mittel gegen Augenringe sein. Damit gehst du gegen Faltenbildung und Schwellungen vor. Enthält ein solches Kosmetikprodukt Koffein, regt das wiederum die Durchblutung an. Dann sieht deine Hautpartie um die Augen frischer und vitaler aus. Produkte, die den Wirkstoff Retinol enthalten, wirken besonders gut gegen Falten. Damit regst du die Kollagenproduktion in deinem Körper an. Für eine erfrischende Wirkung sorgen Vitamin A und Vitamin C. Die besten Hausmittel zum Augenringe loswerden. Augenringe verziehen sich im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie Kälte nicht mögen. Deshalb sind Masken mit Teebeutel bzw. mit Gurken eine gute Alternative. Sogar Eiswürfel können dafür sorgen, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen. Massage gegen Augenringe. Setze auf eine sanfte Massage, um deine Augenschatten zu reduzieren. Dafür gibt es spezielle Tools, wie zum Beispiel einen hochwertigen Gesichtsroller, auch Jade-Roller genannt, oder Gua Sha Steine. Deine Augencreme kannst du auch direkt mit einem Applikator bestellen, um deine Schatten zu mildern. Make-up-Tricks bei Augenringen. Decke deine Augenringe mit dem richtigen Make-up ab und schminke dich entsprechend. Dafür wählst du einen Concealer oder einen Corrector. Wenn du mit dem Auftragen fertig bist, fixierst du noch einmal alles mit dem Concealer. Um ein Austrocknen zu vermeiden, lohnt sich Fixing Powder. Was die richtige Farbnuance betrifft, so orientierst du dich am besten an orangefarbenen oder gelben Tönen. Die richtigen Farbpigmente sind hier ausschlaggebend.